Moin Moin Leute, mittlerweile ist es sehr, sehr schwer geworden, ja, beim Airdrop Farming erfolgreich zu farmen mit wenig Geld. Man muss mittlerweile sehr, sehr viel Geld mitbringen, das habe ich bereits in zuvor gemachten Videos gesagt, aber es gibt durchaus Layer-Alternativen und Protokolle, wo wir mit weniger Geld reingehen können und trotzdem einen großen Airdrop farmen können. Denn die meisten haben das Problem, dass sie auf Protokolle zugreifen, die völlig überlaufen sind. Heute habe ich ein bereits bekanntes Ökosystem mitgebracht, und zwar das Bitcoin-Ökosystem bzw. das Stacks-Ökosystem und darauf eingehend auf die Staking DAO. Die ist bekannt, denn dazu habe ich schon mal einen Guide gemacht, den verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ich möchte aber heute das ganze Rad etwas weiter spinnen mit einem weiteren Protokoll, das dazugekommen ist, und zwar das CES-Protokoll. Das heißt, wir greifen heute auf zwei Protokolle zu. Warum ich gerade das CES-Protokoll gewählt habe und eben die Staking DAO, das erkläre ich euch gleich tiefgreifender auf den jeweiligen Internetseiten. Außerdem möchte ich mit euch darüber philosophieren, warum ich glaube, dass der Airdrop bei der Staking DAO und beim CES-Protokoll sehr, sehr groß ausfallen könnte für uns, wenn wir denn uns dazu entscheiden, in diese Protokolle zu investieren. Schauen wir also erstmal auf die Staking DAO. Das hier ist jetzt die Seite der Staking DAO und wir sind jetzt gerade im Punktesystem drinne. Und ihr seht, dass ich aktuell auf den Rang 2082 bin und wir insgesamt 34.117 aktive Wallets hier in der Staking DAO haben. So, wie komme ich jetzt auf den Punkt, dass ich für mich selber entschieden habe, dass ich Staking DAO durchaus einen größeren Airdrop raushauen könnte? Letzten Endes muss man immer bedenken, die Staking DAO wird nicht finanziert durch einen Risikokapitalgeber. Ganz im Gegenteil, das hier ist ein Community-gefundetes Projekt. Das bedeutet, die Einnahmen, die hier generiert werden, beispielsweise durch Transaktionen, das zeige ich euch gleich, wie wir das machen, werden dementsprechend an die User wieder zurückgegeben. Es gibt ja eigentlich bloß einen Knackpunkt, der dazu verleiten lässt, zu sagen, dass es vielleicht doch kein so großer Airdrop werden könnte. Und zwar das Punktesystem selber. Wir sehen jetzt hier die Total Points, die ich habe. Ist das Ganze hier wieder ein lineares System? Das heißt also, dass eben dementsprechend ein Airdrop rausgegeben wird anhand dessen, was die Punkte aussagen. Dann könnte es unter Umständen sein, dass das hier ein durchaus sehr kleiner Airdrop wird. Weil wir haben hier wieder auf der vorderen Rängen unheimlich viele vergebene Punkte und die, die eben weiter hinten landen, die haben dementsprechend bedeutend weniger Punkte und bekommen dann auch dementsprechend nicht so einen großen Airdrop. Läuft das Ganze hier aber wie eine Tierlist ab. Das bedeutet, dass beispielsweise Rang 1 bis, keine Ahnung, Rang 500 im Tier A sind oder in Tier S und dann eben von Rang 500 bis Rang 1000 kommen dann beispielsweise die Tier A Leute und dann von Rang 1000 bis Rang 2000 kommen dann dementsprechend die Tier B Leute und so weiter und so fort, dann wird das hier wieder ein richtig großer Airdrop. Darauf kommt es letzten Endes an. So, wie komme ich jetzt darauf, dass überhaupt der Airdrop so groß werden könnte? Gehen wir einmal kurz auf das Staking selber. Wenn wir nämlich hier auf dem Staking sind, dann können wir dementsprechend hingehen und unseren Stacks-Bestand, den wir in unserer Wallet drin haben, nehmen und diesen zu den Staking Stacks machen. Ja, das ist also der aktuelle native Token der Staking DAO, mit dem wir letzten Endes ja ein API erzielen. Und zwar diese 6,35% Rendite pro Jahr, die uns dann gut geschrieben werden. Und dann seht ihr auch hier die Yearly Rewards, die dabei rumkommen. So, wenn ich jetzt für mich beispielsweise sagen möchte, ich will jetzt diese Stacks, die ich hier habe, zu den Staking Stacks machen, gehe ich hin, klicke auf Start Stack Staking und sage dann beispielsweise, ich möchte jetzt hier drei davon einmal zu diesen Staking Stacks machen. Dann sehen wir aktuell, dass ich jetzt hier drei Stacks bräuchte, um überhaupt die Transaktionskosten zu decken. Das bedeutet also, wenn wir jetzt beispielsweise mal ganz kurz auf CoinGecko vorbeischauen und wir uns hier den Preis holen von Stacks und sagen, ich möchte jetzt hier einmal das Ganze konvertieren, gehe auf die 3, dann habe ich aktuelle Gas-Fees von $5,93, die ich zahlen müsste, um überhaupt, wir gehen wieder zurück auf die Staking DAO, mir diesen Bestand hier zu holen. $5,93, das ist ja durchaus an das Ethereum Mainnet. Es ist nicht so, dass wir beim Stacks-Ökosystem irgendwie Gas-Fees haben von 6 Cent, 5 Cent oder beispielsweise vom Mode ausgehend von 0,001 Cent, sondern ganz im Gegenteil, wir sind hier durchaus sehr, sehr oft bei 3, 4, 5, 6 oder auch mal $8, die bezahlt werden müssen für eine Transaktion. Das ist unheimlich viel Geld und hier kommt dann auch unheimlich viel Geld zusammen durch die ganzen Transaktionen.
Jetzt muss man mit dazu sagen, dass natürlich nicht in dieser gesamte Bestand von diesen, wie hier angegeben, 5,93 Dollar komplett an die Stacking DAO geht. Stacks selber, also der Layer, steckt sich davon natürlich auch nochmal einen Teil in die Tasche. Aber es ist durchaus so, dass die Stacking DAO mit diesen Transaktionsgebühren sehr, sehr viel Geld macht. Dementsprechend könnte es unter Umständen hier möglich sein, dass wir einen großen Airdrop hier mitnehmen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr an Stacks kommt und wie ihr letzten Endes dann auf die Staking DAO selber kommt, das habe ich im ersten Guide alles erklärt. Das findet ihr unten in der Beschreibung, da könnt ihr da einmal drauf zugreifen. Fakt ist aber auf jeden Fall für mich, dass die Staking DAO definitiv ein Muss ist, wenn man einen größeren Airdrop mitnehmen möchte, aus dem ganz einfachen Grund. Wir gucken nochmal auf das Punktesystem. Wir haben hier kaum aktive Wallets. Hier sind 34.000 aktive Wallets. Bei den meisten anderen Protokollen, beispielsweise ausgehend von Ethereum, sind wir durchaus bei 200.000 Wallets oder auch gerne mal bei 5 Millionen Wallets. Hier sind 34.000 Wallets. Ist also ein gigantischer Unterschied. So, das einmal zu Staking DAO. Mittlerweile ist es so, ausgehend von der Staking DAO können wir bei verschiedenen Protokollen aktiv werden. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Staking DAO selber operiert natürlich auf dem Stacks Layer. Die Staking DAO ist aber quasi wie ein eigenes Ökosystem. Das bedeutet, dass vor allem diese Protokolle, die hier mit drin sind, mit der Staking DAO zusammen agieren. Ihr könnt euch das also so vorstellen, dass die Staking DAO das Herzstück darstellt dieser Protokolle, mit dem wir dann weiter agieren können. Heißt also, wir holen uns hier diesen Staking Stacks und können diesen wiederum nehmen und in andere Protokolle mit einfügen. Und nun gehen wir hier gleich auf das CES-Protokoll ein, denn wir haben mittlerweile die Möglichkeit, wenn wir auf Points gehen, dass wir Boost Points haben. Wir können also unser Punktesystem boosten, bedeutend mehr Punkte bekommen. Wenn ich jetzt mal wieder zurück auf Staking gehe, dann seht ihr beispielsweise hier unten, dass ich aktive Positionen habe, die mir hier auch angezeigt werden. Das bedeutet, ich habe hier beispielsweise Bitflow, ich habe aber eben auch das CES-Protokoll. Ich habe aber für mich entschieden, dass Bitflow ja hinten ansteht, und das CES-Protokoll bedeutend größer bei mir mit der Zeit jetzt gewichtet wird. Gucken wir einmal kurz auf das CES-Protokoll. Das hier ist also das CES-Protokoll. Wir können aktuell bloß auf den Borrow-Writer gehen und eben die Points uns anschauen. Bevor wir gleich auf das Punktesystem eingehen, schauen wir einmal kurz, was wir hier machen können. Prinzipiell ist das Ganze hier relativ schnell abgearbeitet. Ihr seht jetzt beispielsweise bei mir, dass ich eben diesen Staking Stacks, den ich mir gerade eben von der Staking DAO besorgt habe, hier hineingelegt habe. Ich habe also aktuell etwas mehr als 200 Dollar hier drin, also eine Balance von 107 Staking Stacks, die momentan hier aktiv für mich beim CES-Protokoll arbeiten. Wie ich das mache, ist ganz einfach. Wie gesagt, ich habe ja gerade eben bei der Staking DAO ein Swap quasi vollführt, imaginär, ihr macht es natürlich dann tatsächlich. Gehe also dann hier auf Supply, klickt da drauf und kann dann dementsprechend meinen Wallet-Bestand, der vorhanden ist, hier per Supply einfügen. So, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich natürlich, warum soll ich denn jetzt hier den Staking Stacks einfügen? Wenn ich jetzt hier auf API gehe, sehe ich ja NA. Ich bekomme also aktuell keine Rendite dafür. Das stimmt aber so nicht. Dadurch, dass ich diesen Staking Stacks habe und diesen jetzt hier im Supply dann drinne habe, ist es trotzdem so, wir gehen einmal kurz zurück auf die Staking DAO, dass ich weiterhin mein API von 6,35% erreiche. Es ist aber eben so, dass ich im CES-Protokoll diesen Tokenbestand hinterlegt habe und hier jetzt gerade einen Boost erhalte. Also 50% Points Boost kriege ich auf die Staking DAO. Das bedeutet also, dass eben das Punktesystem, was hier vorhanden ist, für mich deutlich akkurater bzw. besser arbeitet und ich dementsprechend im Ranking schneller aufsteige, wenn ich über das CES-Protokoll den Staking Stacks hineinlege. Sagt ihr also jetzt für euch beispielsweise, ihr glaubt, dass der Staking DAO Airdrop ziemlich groß werden könnte, dann ist es die beste Möglichkeit hinzugehen, um mit den Staking Stacks hier in den Supply reinzugehen, weil man eben automatisch seinen Punkte Boost hier abholt und im Staking DAO System, mit dessen Punktesystem natürlich, eine größere Rendite erzielt. Zusätzlich sei mit dazu erwähnt, dass das CES-Protokoll ebenfalls einen Airdrop mit rausgeben wird. Wir gucken jetzt hier einmal kurz auf die Points und dann sehen wir beispielsweise, dass ich aktuell hier an Punkte habe 1334 und damit ranke ich momentan auf Platz 2845.
Insgesamt aktive Wallets haben wir jetzt hier 5660. Jetzt muss man hiermit dazu sagen, dass das Testprotokoll aktiv ist, ich glaube seit anderthalb bis zwei Monaten. Das Ganze ist also noch nicht so alt, wir sind hier also Early Birds. Das wird durchaus so sein, dass wir hier in geraumer Zeit wahrscheinlich 20.000 bis 30.000 aktive Wallets sehen werden. Dadurch, dass aber täglich diese Punkte erweitert werden, also mit dem Bestand, den wir jetzt hier drin haben, und dieser kontinuierlich anwächst, ist es eben so, dass wir uns einen Vorsprung verschaffen zu denjenigen, die im Nachhinein erst dazukommen. Wie gesagt, ich bin jetzt hier aktuell mit diesen 200 Dollar drin und bin bereits auf Rang 2800. Dementsprechend ist das Ganze hier eine tolle Möglichkeit, um eben bei der Stacking DAO die Punkte weiterzufarben und natürlich auch hier im Stats-Protokoll uns aufzustellen für weitere Punkte bzw. für dessen Airdrop. Gehen wir noch einmal kurz zurück zu Stacking DAO. Es ist ja so, wenn ich jetzt wieder zurück auf das Stacking gehe, dass ich ja auch bei Bitflow aktiv bin. Ihr seht das ja jetzt hier gerade, dass ich hier auch noch einen kleinen Bestand drin habe beim Bitflow. Und ich kann das durchaus verstehen, wenn jetzt der ein oder andere sagt, hey, ich bleibe erstmal bei Bitflow drin, agiere dort auch mit meinen Stacking Stacks von der Stacking DAO und farme lieber diese beiden Protokolle. Ich glaube aber einfach, dass das CES-Protokoll einen größeren Airdrop geben könnte als Bitflow. Aus dem ganz einfachen Grund, das CES-Protokoll hat einen größeren Risikokapitalgeber gehabt als Bitflow. Es ist sogar tatsächlich so, dass das CES-Protokoll mit seinen 3 Millionen US-Dollar Funding momentan hier das Protokoll stellt mit dem größten Funding innerhalb dieses Ökosystems, was uns hier auf der Stacking DAO gegeben ist. Ja, also wenn ich jetzt hier diese Protokolle mir anschaue, ist das CES-Protokoll eben das Protokoll mit dem größten Funding. Dementsprechend könnte es hier auch ebenfalls unter Umständen möglich sein, dass dabei der größte Airdrop rauskommt von diesen Protokollen, die hier mit vorhanden sind. Und es sei nochmal mit dazu erwähnt, auch beim CES-Protokoll ist es eben so, wenn wir hier in das Supply reingehen, dass wir eben dementsprechend Fees bezahlen müssen. Und diese sind ebenfalls nicht unerheblich. Auch hier sind wir ganz schnell bei 3, 4 bis 5 Dollar pro Transaktion. Ich rate ja auch tatsächlich, wenn ihr ins CES-Protokoll hineingeht oder auch bei der Staking DAO, dass ihr mindestens irgendwie 200, 300 Dollar investiert und nicht irgendwelche Kleckerbeträge von 20, 25 Dollar, einfach weil die Fees einen sonst auffressen. Es ist zu teuer. Da kann man besser mehr Geld nehmen und dementsprechend einmal diese Fees bezahlen und ist dann durch mit dem Thema. Ich glaube durchaus, dass wir mit der Stacking DAO, mit dem CES-Protokoll oder auch Bitflow ein Ökosystem vor uns haben, was quasi da ist, wo Solana noch vor ja ein paar Monaten war. Wenn es jetzt um das Airdrop-Farming geht. Ja, ich rede jetzt nicht davon, von irgendwelchen Marktkapitalisierungen oder wie viele aktive Wallets wir haben, sondern einfach bloß davon, dass sehr, sehr wenig aktive Wallets vorhanden sind und dementsprechend hier sehr, sehr große Airdrops bei rumkommen könnten, einfach weil wir so wenig aktive Leute haben, die diese Protokolle nutzen. Wir sind hier nach wie vor Early Birds und das sollte man dementsprechend nutzen. Schaut, dass ihr bei der Staking DAO, beim CES-Protokoll oder auch bei Bitflow aktiv werdet. In diesem Sinne, ihr wisst ja, gerne ein Abo dalassen, liken, kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Steve.